So, die Benutzung des Fahrradträgers. Der Fahrradträger befindet sich bei dem Wohnmobil halt an der Rückseite, direkt unter der Kamera. Das heißt, beim Fahren müsst ihr, beziehungsweise beim Rückwärtsfahren müsst ihr so ein bisschen darauf achten, dass euch das Fahrrad oder die Fahrräder so ein bisschen die Sicht versperren können. Da müsst ihr euch dran gewöhnen, beziehungsweise am besten schickt ihr euren Beifahrer raus, dass er hinter euch guckt. Zur Bedienung, zum Runterklappen braucht ihr im Prinzip einfach nur ziehen. Der hält einfach nur über diese schwarzen Klammern an dem Grundgestänge. Und vorher müsst ihr diese Schnallen im Prinzip einmal komplett lösen, da hinten rüber ziehen. Gut, ich mache das jetzt nur auf einer Seite, weil das mit einer Hand alles ein bisschen schwierig ist. Dann wieder festziehen. Und dadurch ist verhindert, dass der Fahrradträger durch Bodenwellen halt hochschlägt. Dann stellt ihr eure Fahrräder drauf und je nachdem, wo sich dann die Felgen so befinden, könnt ihr diese einzelnen Schlitten halt nach rechts und links bewegen und später dann halt diese Schnallen nutzen, einmal durch die Felgen ziehen, festzurren und dann sind die Räder im Prinzip schon mal befestigt. Wenn euch dieses Ausrichten über diese kleinen Keile noch nicht reicht, hier unten drunter gibt es noch so Rändelschrauben. Achtet nur bei der Fahrt bitte, dass sie immer wieder komplett festgezogen sind. Auf jeden Fall, wenn sie gelöst werden, kann man die einzelnen Rails auch nach rechts und links bewegen. Damit kann man die Fahrräder noch mal ein bisschen voneinander wegschieben. Brauchte ich bis jetzt noch nicht, aber je nach Fahrrad kann das vielleicht mal erforderlich sein. So, wenn ihr auf jeden Fall die Felgen befestigt habt, gibt es hier oben an diesem Querträger so Klammern. Hier ist halt so ein Drehknauf dran. Wenn man den dreht, dann wird dieses Maul halt zugedrückt und damit kann man halt Sattelstützen oder einen Rahmen oder sowas einklemmen. Und das ist im Prinzip schon ausreichend. Das Praktische ist, hier vorne kann man auch mit dem Schlüssel rein, das Ganze direkt als Schloss benutzen. Die Schlüssel, da das ein Zweierträger ist, der auf 4 erweitert wurde, gibt es halt 3 verschiedene Schlüssel für. Und diese 3 Schlüssel befinden sich am Fahrzeugschlüssel. So, ich zeige euch das mal an dieser einzelnen Stütze, die habe ich hier schon mal hingelegt. Wenn ihr die einzeln habt, wenn das Maul soweit geöffnet ist, könnt ihr es im Prinzip hier zurückziehen und dann könnt ihr diesen Halter hier aufmachen, oben um diesen Querträger herumführen und entsprechend wieder schließen und dann ist der Halter im Prinzip schon montiert. Wie gesagt, dann an dem Ende einfach irgendwo eine Sattelstütze oder einen Rahmen oder sowas einklemmen und dann ist das fest. Die einzelnen Halter liegen, je nachdem, was es für ein Wohnmobil ist, in einer der Schubläden vorne oder Verstaufächer. Eine Info noch, das letzte Fahrrad. Dafür gibt es keinen Halter mehr oben, der an diesen Querträger kommt, sondern das ist ein Halter, der hat quasi 2 Mäuler und da werden halt 2 Fahrräder miteinander verbunden. So, zur Beladung. Hier ist auch die Angabe von Thule. Ich hoffe, es ist zu erkennen auf dem Video. Ist alles ziemlich hell ist gerade hier draußen. Maximal dürfen halt 60 Kilo auf den Träger, wobei eine Rail maximal 30 Kilo tragen darf. Das heißt, wenn ihr E-Bikes habt oder so, passt auf, nehmt die Akkus zur Not. Was heißt zur Not? Nehmt die Akkus am besten raus, nehmt sie mit in eine Fahrgastzelle vorne oder packt sie in eine Heckgarage, dann seid ihr auf jeden Fall sicher. Ein zusätzliches Verzurren mit Gurten muss nicht unbedingt sein, aber je nachdem, wie wackelig die ganze Konstruktion ist, liegt es halt in eurer Hand, ob ihr das noch ein bisschen zusätzlich absichert. Gurte liegen in der Heckgarage, könnt ihr nutzen.